Guten Tag, mein Name ist Andreas Schwartmann und ich bin Rechtsanwalt in Köln. Ich möchte Ihnen heute eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf aus dem letzten Dezember etwas näher bringen. Gegenstand des Verfahrens war die Klage eines Vermieters auf Zahlung vermeintlichen Mietrückstandes. Der Mieter verteidigte sich gegen die Klage mit dem Argument, er habe keine Schlüssel vom Vermieter erhalten, die Räume somit gar nicht nutzen können und daher auch keine Miete zahlen müssen. Das Oberlandesgericht gab dem Mieter recht, der Vermieter sei verpflichtet gewesen, vorzuleisten und dem Mieter zunächst einmal die Mietsache zu übergeben und die Nutzungsmöglichkeit einzuräumen. Dazu sei es notwendig gewesen, dem Mieter Schlüssel zu übergeben. Da der Vermieter das in dem Verfahren weder konkret darlegen noch beweisen konnte, hatte er im Prinzip die schlechten Karten, die Klage wurde abgewiesen, der Mieter musste keine Miete nachzahlen. Diese Entscheidung des Oberlandesgerichtes ist im Ergebnis nachvollziehbar und zutreffend, wenn man sich einmal anschaut, wie es im Mietminderungsrecht aussieht. Wenn eine Mietsache mit Mängeln behaftet ist, muss der Mieter auch nicht die volle Miete zahlen. Wenn er die Mietsache gar nicht nutzen kann, muss er gar keine Miete zahlen. In dem Falle war es so, dass der Mieter die Mieträume gar nicht nutzen konnte, weil er sie nicht betreten konnte. Er hatte ja keine Schlüssel bekommen. Und im Ergebnis ist es also korrekt, dass er keine Miete zahlen musste. Wenn Sie weitergehende mietrechtliche Beratung wünschen, rufen Sie mich gerne an in Köln unter 0221 355 9205. Ich würde mich freuen. Danke und auf Wiedersehen.